Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge. Das müsste jetzt die zweite Folge Time of Duty sein. What's Time of Duty? Ja, ich habe dir schon erzählt, dass ich jetzt alle COD-Teile unter einen Projekt packe mit dem Namen Time of Duty. Hast du mir das echt erzählt? Ja. Alle COD-Teile, auch Finest Hour und so? Alle, die ich spiele halt. Oh Mann! Junge, du spielst nur die schlechten COD-Teile. Ich will ja nichts sagen, aber ist so. Ja, vielleicht wird es. Zweiten Weltkriegsspiel. Das war Ruf der Pflicht, Alter. Und auf jeden Fall, wie ihr schon hört, der Flo ist auch schon mit dabei, diese Folge. Genau. Rage non plus ultra wahrscheinlich. Ich bin zwecks der Schule gerade noch so auf etwa 67%. Ach, weißt du ja, Hackel und so, der Spacken. Ah, keine Ahnung. Hast du das nicht mitbekommen? Ich hab den voll beleidigt während Sport. Weil er ein Kackspast ist. Keine Ahnung. Egal, ich habe ihn in Sport beleidigt, weil er ein kleiner Kackspast ist. Hab ihn gekillt. Und jetzt wurde ich gekillt. Und du auch. Du hast mir einen Kick, Snort. Ist mir egal, ich habe ihn gekillt, Bitch. Vielleicht bin ich aber auch einfach wieder zu verzweifelt, mich auf zu Junge! Okay, nein. Vielleicht nicht. Ey, ohne Scheiß. Sobald ich aufnehme, alle 2 Meter ein Standbild. Das ist MW2 halt einfach, ne? Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Bester, wo gibt, was? Beste Grammatik. My anaconda don't... Ja, und jetzt hinter mir. You've got bones, hun. Fuck you. Fick dich. Spaß. Ich will meinen ersten Kill haben. Ne, ohne Aufnahme gehe ich ab wie normal Watt, aber mit Aufnahme... Alter, wenn dein fotzenpimmeliger Harry mich erwischt, dann bist du ein Fotzenlutscher. Okay, fick dich. Ach, wegen. Ah, fick dich. Erstmal Drohne raushauen. Was war das denn jetzt, Alter? Wieso? Da ist irgendwie irgend sowas aus dem Hyperraum rausgesprungen. War auf einmal auf dem Bildschirm. Also oben am Himmel. Sah aus wie eine Drohne. Was wenn ich meine? Kann gut sein. Sah aus wie als wäre es aus dem Hyperraum gekommen. Wumm, auf einmal war es da. Oh Mami, ich werde angeschossen. Wieso wird man im Kriegsspiel immer angeschossen? So eine Gewalt! Ja. Ohne Spaß. Vertragen. Alter! Junge! Stehen sie zu. Alter, wie viele Leute sind überhaupt im Gegnerteam? Da stehen sie zu 8 oder so. Wahrscheinlich zu 6. Und da kriege ich immer nur Assists! Boah, ich hab's dir so gegönnt, dass du jetzt gestorben bist, du scheiß Wichser. Alter, ohne Spaß, wenn du mir den Kill geschnappt hättest, ich hätte dich gesnackt. Alter, wieso kommen die immer hinter mir? Alter! So. Und jetzt noch der da hinten. Achtung! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Wo? Was habe ich denn als Sekundäre? Da. Oh, da wirft man Granaten. Okay, eine M9. Die sind gerade zu dritt auf mich gegangen. Ein Sniper und einer vor mir und einer, ich sag jetzt mal, rechts vorne. Sneaky Peaky? Feindliche Aufklärungsdrohne. Nein. Hab ich dich, du kleiner Mongo-Fotzen-Wichser. Boah, ich hab grad voll das Déjà-vu. Jo, wahrscheinlich darf ich ne Drohne, Junge. Oh, oh. Oh, moin. Ja. Oh, hab's noch geschafft. Hast du eigentlich das... hast du eigentlich das CSGO, was wir mal aufgenommen haben, überhaupt hochgeladen? Nein, wegen... Da war ein... Fehler. Tja, da war dein Mikro so laut und meins hat man gar nicht gehört, oder? Irgendwie so war das doch. Ah ja, da habe ich... nur mein Mikrosound aufgenommen gehabt. Ah ja, genau, so war das.
Hallo, komm her. Hi, was geht? Ups. Oh Mann, ich habe ihn abgeschossen und dann wurde ich von der Seite gefickt. Erstmal Predator raushauen. Ich und Alex haben gestern im Payday Schattenraum gemacht, also Sneaky Peaky Mission, ne? Ja. Wir haben verkackt. Hey. Ich bin halt nicht gut im Sneaky sein. In Far Cry ging's, in Far Cry 3, aber Alter, in Payday habe ich keine Kompetenz, was Sneaky betrifft. In Far Cry ist wahrscheinlich einfach viel zu einfach, Sneaky zu sein. Na, Sniper mit Schalldämpfer, ja. Da kannst du wahrscheinlich auch 2 Meter neben dem Gegner schießen und du wirst nicht bemerkt. Ja gut, sagen wir es mal so, teilweise musst du es, weil wenn du dein, ich weiß nicht mehr wie es hieß, Rakiat war glaube ich die Insel, wenn du das aufbessern willst, machst du Takedowns und Takedowns sind Nahkampfangriffe, ne? Deswegen ist das wahrscheinlich vereinfacht, weil du da mehr XP für Nahkampf, also für Takedowns bekommst. Deswegen denke ich, ist das ziemlich, ja, leicht. Boah, Junge, wenn mir nicht alle die Kills schnallen würden und der mich nicht snacken würde. Der hat mich sogar nicht mal gesnackt, geil. Boah, wehe, du snackst mich jetzt, du Wichser. So ein Dropshot-Mongo-Wichser, ey. Komm. Fick dich! Ah, der hat genauso gedacht, gerade wie ich. Einfach mal... hinter dieser Wand, wo man durchschießen kann, ist einer, aber mal durchschießen. Okay, das war jetzt wirklich standfest. Ich hätte aus der Hüfte schießen sollen. Ja, das ist immer das Problem, was man sollte und was man tut. Fick dich, war klar, dass die Predator auf mich geht. Wenn nicht mal alle 2 Meter so diese Standbilder wären, dann wäre sogar geil. Weil einfach mal eiskalt diese verkackten Frame-Einbrüche sind. Durch aufnehmen. 14, 17 nicht mal positiv, Alter. Ja, vielleicht kann ich ja sowas. Bildsynchronisation, Mist! Kann ich hier nicht machen. Weil wir im Spiel sind. In der Lobby. My Anaconda don't unless you've got bonds, hon. Irgendwie so ging das, kein Plan. Ja. Idee mehr. Bitch. Ah ja, und diese AUG H-Bar oder H-Bar, diese MG, gibt's im Payday auch. Ja, das ist halt einfach eine AUG mit einem Trommelmagazin. Die? Ja, gar kein Trommelmagazin. Sagen wir einfach mit einem größeren Magazin fertig. Größeren Magazin. Wer hat wohl dagegen gewählt? Ich weiß auch nicht. Obwohl laut dir Terminal eine der 2 Maps ist, die du machst. Terminal und High Rise sind meine Liebesmaps, aber alle anderen sind meine Hassmaps. Bei mir, ich mag genau 2 Maps. So gar nicht. Wasteland. Einmal Rust und Wasteland. Ja. Wasteland und Rust. Die anderen gehen so. Sagen wir so, eine Hass-Map kann auch zu einer Liebes-Map werden, wenn ich gut drauf bin. Außer Afghan, da geht's nicht. Ja, Afghan ist auch eine Side-Map. Aber nicht so scheiße wie Rust. Ich finde Rust eigentlich voll geil. Rust ist einfach viel, viel, viel zu klein. Also sagen wir mal so, ich finde Rust geil bei so einer privaten Runde, wenn man nur 3-4 Leute ist, aber im Multiplayer ist es. Und dann echt auch nur mit so einem, ich sag jetzt mal, speziellen Mod. Also, wo wir mit dem Tobias gespielt haben, hatten wir nur Messer und Pistole. Also Messer und Magnum haben wir gespielt. Natürlich kannst du dir denken, jeder hat der Taktikmesser auf der Magnum. Ja. Da haben wir halt gespielt. Und das war recht lustig.
komm. Ja. Hab ich dich. Oh, hi. Wie geht's dir da drüben? Fuck. So ein Wichser. My Anaconda don't... unless you've got boons, un. Fick dich. Erstmal... so ein Wichser. Predator. Fick dich doch! Backenkopf-Wichser. Feindliche Aufklärungszone gesichtet. Alter. Kommt erstens hinter mir einer und durch die Standbilder kann ich auch gar nicht snipen. Möchte gerne nur so an. Ey Junge, haben. Du siehst aus wie hingekackt und hingeschissen, mehr siehst du nicht. Achtung, feindliche Vorräte! Nix kann er. Hüpfen tut er um die Ecke! 10 Stunden wartet er in der Ecke. Ja, machst du nichts, Alter, da hast du keine Schnitte. Please, too much Hitmarker! Alter, lass mich durch! Oh, das sind Stühle, da kann ich nicht durch. Ich kann natürlich nicht über Stühle drüber hüpfen, das ist ja unmöglich. Oh, oh. Ab. Ja, jetzt sind sie neben mir. Erstmal Drohne wieder. Ja, wie die Gegner einfach jetzt einen Harrier haben. Schau mal die Darth Vader Klasse raus. Ja, Darth Vader, wenn ich sterbe. Oh, Alter, jetzt auch noch ein Pavlo. Ich glaube, man braucht Darth Vader, hä? Ich sollte vielleicht Darth Vader eine ACR geben. Weil die ACR ist echt gut. So, danke, dass ich getötet wurde. Jetzt kann ich Darth Vader einsetzen. Alter, erfass doch mal den Harrier, bist du behindert? Ach, der gehört zu uns. So, erstmal wieder Predator raus. Feindliche Harrier ist... der feindliche Harrier ist schon wieder weg. Verdammt. Verbündete Predator-Rakete im Anflug. Aufklärungsdrohne online. Hab doch gemessert. My Anaconda don't... ich habe voll die geile Tarnung auf der AOG, habe ich gar nicht gewusst. Okay. Ah, okay. Einer von uns ist auch schlau, der tut einfach mal nur Fenster kaputt ballern. So ein scheiß Dropshotter, Alter, nix können sie. Alle sind Wichser, Noobs, Spasten, die das machen. Sag mir mal was Neues. Triple Kill! Weil ich von hinten gekommen bin und ich da alle weggenietet habe einfach. Alter! Ja, klar, so ein Camper-Noobs. Deutschland! Deutschland! Ach, so, jetzt hör auf. Ohne Scheiß. Boah, wenigstens... nein, nicht mal ich hab's ja gesnackt. Alter! Fuck. Erstmal Drohne, noch. Also heute ist ein Tag, wo ich mehr als sonst rage. Ach, beinahe hätte ich den Assist. Und da habe ich nur, da habe ich den Assist sogar noch vom letzten bekommen. Ich habe 31-10 bekommen.
Auf den habe ich geballert da. Ich auch, ich habe sogar noch einen Assist bekommen. Ich auch. Das sind meine Schüsse, die an ihm vorbeigeflogen sind. Meine auch. Na, ich habe ihn sogar ein, zwei Mal getroffen. Ich habe ihn einmal getroffen, glaube ich. Alter, 4-12, wie schlecht. Meinst du eine Runde? Na, nee. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut auch auf unserem Kanal mal vorbei. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao und haut rein. Jo.